Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Und ich glaube, das müsste jetzt Part 10 sogar sein, oder? Nee, wir sind schon viel weiter. 14. Echt? Mhm. Oh, echt jetzt? Oh, aber geil. Okay. Ja. Ja, wollen wir mal anfangen. Drittes Kapitel, gleich am Start. Und jetzt kommt, denke ich mal, eine Cutscene. Der Präsident hielt große Stücke auf Sie, Agent Kennedy. Auf Sie auch. Sie waren 30 Jahre lang befreundet. Stimmt es, dass nur Sie beide zum Zeitpunkt seines Todes bei ihm waren? Was soll das heißen? Naja, es muss Ihnen doch klar sein, dass Sie beide unter Verdacht stehen. Was diese Anschläge angeht. Was? Agent Harper. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren Sie nicht auf Ihrem Posten. So dass der Präsident ungeschützt war. Finden Sie nicht, dass solch ein Verhalten verdächtig ist? Verdammter Bastard! Sie haben das doch alles geplant! Und welche Beweise haben Sie für diese absurden Anschuldigungen? Ich bin der nationale Sicherheitsberater. Das heißt... Ich verhindere terroristische Angriffe. Ich plane sie nicht. Sie Lügner! Wenn Sie beide so von Ihrer Unschuld überzeugt sind, können Sie sich ja umgehend stellen. Dafür wird er bezahlen. Oh ja. Es wird ja immer besser und besser. Was ein Lutscher. Da wissen wir schon gleich, wer der böse Bube in der Geschichte ist. Oh geil, ich hab immer noch die geile Sniper, Junge, die ist so geil. Ja, guck, ja, ich hab die auch noch. 29 Munition habe ich noch. So, wo geht's lang? Hier hinten. Go, go, go. Oh, ich hab hier nichts mehr Munition, Junge. Ich hab nur noch 4. Ich hab nur noch 4. So. Ich stehe schon an dem Hebel. Ja, Moment, warte, ich guck grad ein bisschen meine Waffen durch. Ich krieg jetzt aber noch ein A. Hab ich schon. Der letzte Aufnahmepunkt ist ein bisschen länger her. Mhm. Ah, ich hab nur noch die Sniper. Magie! It's a kind of magic, magic, magic. Kommt jetzt wieder eine Szene? Ah. Befehle warten. Halten Sie V und drücken Sie dann A, um Ihren Partner... Na. Wir sitzen jetzt im selben Boot. Kann ich mal zu Ende lesen. Partner. Das ist okay. Wenn Sie mir helfen, Simmons zu schnappen. Gehört das alles Simmons? In diesem Labor direkt über unseren Köpfen würde ich glatt behaupten, dass es so ist. Diese Ada. Können wir ihr trauen? Oh, was ist denn hier geil? Das ist wirklich keine einfache Frage. Eine Vorgeschichte, was? Hm? Hier musst du an so eine Kiste dann R drücken. Sind da so geile Fähigkeitspunkte drin. Das ist eine Schlange, Digga. Oh! Okay, war doch kein Fähigkeitspunkt. Boah, wie hier schon wieder die Zombies stöhnen, ne? So, an alle Zuschauer, denen es vielleicht ein bisschen aufgefallen ist, wir sind beide kränklich ein wenig angeschlagen. Mhm. Beziehungsweise sogar alle drei. Ja, aber der andere Ficker ist ja. Lol. Ich bin hier, glaube ich, gerade irgendwo drüber gelaufen. Lol, zieh dir das mal rein. Lol, was ist das? Oh, jetzt bin ich genau drunter. Einfach tot!
Lol. Alter, ist der stark. Du bist auch hier schon. Okay. Also. Du musst unten auf dem Boden aufpassen, da sind manchmal so Druckplatten. Es gibt mehr als eine leichte Verbrennung. Ja. Hier die Leiter. Sind extrem gefährlich. Wir müssen sie irgendwie umgehen. Bam. Musst du jetzt wieder da unten warten? Lol. Die hatte den am Arsch. Die hatte Dynamit in der Hand. Zombie schießen einmal ins Gesicht und er lässt dann so das Dynamit fallen und ich gehe halb in die Luft, Junge. Schnell, schnell, schnell. Jetzt könntest du mich voll trollen, wenn du mich wieder anmachst. Jetzt bin ich auch schon längst durch. Ach so, kann ich ja schon loslassen. Ich dreh da noch weiter. Steht was auf der Tür. Bringt Beweise für die Verwandtschaft. Die Verwandtschaft? Simmons Stammbaum? Vermutlich. Und bestimmt sind alle so mies wie er. Aber was für Beweise sind gemeint? Moment mal. Dieser Ring von Ada. Ein Ring? Sie gab ihnen einen Ring? Oh. Ist klar. Bingo. Danke für das Geschenk, Ada. Wir wieder. Wieder her. Oh. No. Und umdrehen. Ey, kann ich jetzt hier das Feuer wieder anmachen? Ja, versuch mal. Hau aus. Wie nice. Mach weiter, mach weiter. Ja, warte, warte. Schnell, schnell. Lol, der hat überlebt, oder was sagst du? Jo. Der ist gegen Feuer immun. Nein, hinter mir! Was ist denn in der Hand? Ah, da war der Tür, der so einer mit dem Lied, ey. Hinter dir. Warum dauert das so ewig, Junge? Das ist so eine verkackte Scheibe. Junge. Alter! Bam! Oh, warte, das heißt, dass ich nochmal Feuer machen kann. Ich will auch mal drehen. Lol. Die hat mich gerade mit Dynamit oder Feuer oder so abgeworfen. V müssen wir hier drücken. Na, du irgendwas anderes, aber ich V. Ja, ich B. Kontroll. Dann holen wir uns nasse Füße. Ich will baden. Lol. Alter. Geh du mal vor. Ja, mit dir links, ne? Ja.
Alter. Schon gedacht, gleich springt dieses Vieh auf uns oder macht irgendwas. Ja, hab ich auch gedacht, dass wir da. Und ich werde mich immer alleine gelassen, darf uns hier unten mit den Viechern umschlagen. Ist doch geil. Ja, geil für dich, ey. So eine Gülle. Ja, nu, ich meine, wenn man Angst vor den Viechern hat, braucht man das Spiel nicht spielen. Hab ich nicht, ich hab nur gehabt. Lol, die können auch schwimmen, die Zombies. Sind halt Männer, ne? Die können halt alles gleichzeitig. Ich fight mich gerade im Wasser mit denen. Es ist wie hier Wasserball catchen. Komm hier. Es funktioniert. Lol. Lol. Alter. Alter. Lol. Alter. Leon! Lol. Alter, ja. Wo bist du jetzt? Was muss ich denn jetzt hier machen? Digga, ich kann die irgendwie nicht boxen, die Zombies. Alter. Ich hab hier vorne so ein Ding, da kann ich nicht. Hier ist ein Tor, ich kann damit mit nirgends interagieren. Hä? Ah, ich kann hier an so einen Stab. Geh durch. Okay, Leon, ja. Los! Jetzt musst du mir, glaube ich, aufmachen. Leon, ich komme nicht durch. Geht es ja von ihrer Seite auf? Ja, ja. Moment, komm. Ich sehe nach. Ja, ich werde schon anheben. Go, go. Hammer geil. Sie jetzt durch? Ja, Alter, geht. Was ist das denn hier? Lol. Du bist so blöd, Maurice, ne? Ich wurde volles Ohr gekümmert. Alter. Gülle. Bist du blind? Da waren wieder diese Dinger, wo man drunter durch muss. Ja, bei mir kommen diese Sperre, weißt du, die so aus dem Boden kommen. Ah, ja. Ah, die gehen als hoch und runter. Leon! Leute, jetzt muss ich wieder von hier. Sorry. Oh man, jetzt sieht er dieser Wichs-Zombie. Ich kann dir, warte ich dich unterstützen. Ne, ich hau jetzt schnell ab. Junge, ja, ich snipe hier von hier oben. Sie sind gar keine mehr da. Mach dir auf. Vorsicht, dahinter steht ein Zombie. Moment, warte. Okay, Leon, los! Leon, ich komme nicht durch. Geht es von ihrer Seite auf? Moment, ich sehe nach. Ja, Marshall, jetzt ist der Zombie als näher gekommen, der Cutscene. Go, go. Jetzt pass auf, ne? Ja. Ja, es geht. Wie war das nochmal? Ach, so, wie soll ich denn hier durchkommen? Hiernach kommen jetzt, ich bin da jetzt durchgekommen. Jetzt sind hier bei mir auch die Speere. Ja, Alter! Cool. Wie soll man denn da durchkommen? Ich bin gestorben. Hey, wie soll man denn da durchkommen, Alter? Ich hab auch die, ich hab diese rotierenden Dinger da, wo man drunter durchsliden muss. Danach hab ich auch. Jetzt aber Sniper nicht gezählt. Kann ich gar nicht sehen. Hab sie schon alle. Ja, die sind bei mir alle hinterm Felsen. Ich könnte die gar nicht. Vorsicht, Maurice, da kommt jetzt schon wieder dieser eine Typ. Okay, Leon, los! Leon, ich komme nicht durch. Geht es von Ihrer Seite auf? Moment, ich sehe nach. Moment, ich sehe nach. Scheiße, Mongo-Fabrik da.
jetzt durch? So, jetzt aber. Guck. Ja, es geht. Das machst du, das machst du. Oh, war das knapp. Leck mir die Nüsschen, war das knapp. Bei mir ist jetzt gerade wieder so ein Penner. Ja. Und wie soll ich denn hier durchkommen? Warte mal, warte mal. Warte. Lass mich mal. Erklär mal, bevor du versuchst, erklär mal. Ja, da kommen die ganze Zeit oben und unten so Stäbe aus dem Boden. Ja, siehst du mal, ich habe bei mir hier drüben einen Schalter. Warte, ich muss bei mir durchkommen, dann kann ich das auch. Hier wird alles mit Kurbeln. Bei mir auch. Also ich muss da noch volles Rohr durchrennen. Im richtigen Moment. Warte, ich mach schon. Ja, los, Knallgas. Warte. Oh, fuck. Das ist voll schwer, Alter. Wie soll man denn da durchkommen? Da muss man, glaube ich, irgendwas mit dem Hebel machen. Also durchrennen kann man auf gar keinen Fall. Ja, da mach doch was mit dem Hebel. Ich stand ganz vorne an der Kante und es ging nicht. Ja, da mach doch was mit dem Hebel. Ich glaube, da muss man irgendwie gegensnipen oder so. Ich hab's ja versucht. Ich hab versucht, da irgendwas mitzumachen. Ah, der ist ja auf der anderen Seite von den Speeren, das ist ja das Problem. Ach so. Ich glaub, Leon! Mit dem Sniper auf die Tür schießen. Helena! Ja, aber ich bin jetzt hier drüben. Ich gebe Ihnen Deckung, so gut ich kann. Machen Sie weiter! Oh, da kommt noch einer, okay, aus dem Leon, Wasser. Los! Leon, ich komme nicht durch. Geht es von Ihrer Seite auf? Moment, ich sehe nach. Was machen wir das? Machen das. Kommen Sie jetzt durch? Ja, es geht. Da kommen wir nie im Leben durch. Vielleicht kann man das abschalten. Ja. Vielleicht können wir das abschalten. Okay, dann lass mal hier suchen, ob es irgendwas gibt. Wenn ich nochmal hier kurbel. Nee, geht nicht. Ah, hier guck mal, siehst du hier? Aktiviert. Ich hab da was. Ja, dann mach. Erledigen wir den, der kurbelt, und sind die Speere los. Ah, geil. Siehste? Jetzt kann ich durchlaufen. Halt mal das so. Bei mir war hier ein Zombie, der hat als so eine Kurbel gedreht. Ehrlich? Dann hab ich den abgeschossen und dann war alles gut. Hier gibt es keine Kurbel. Ich suche sie. Finden Sie die Kurbel. Wir wissen nicht, ob überhaupt eine da ist. Da, wo du bist. Guck, da an der Kurbel stand einer. Okay. Den habe ich da weggeholt mit der Pumpgun. Und dann. Hey, was bringt denn die Kurve hier? Du musst mir mal irgendwie aufmachen. Denn damit kurbelst du die Speere hoch und runter hier bei mir. Und deiner glaub auch. Ja, aber wie soll ich denn hier aufmachen? Keine Ahnung. Du, bei dir drüben müsste noch so ein Schalter sein. Ja, ich habe hier so einen Kasten gehabt, da habe ich interagiert, aber da ist nichts passiert. Dann müsste doch eigentlich dein Tor aufgehen, oder nicht? Mal nicht die Kurve, ich lock jetzt drüber. Leute, bei mir kommen lauter Zombies. Kriegen ja alle drunter her. Da drüben bei dir müsste irgendwo was sein. Geh da mal hin und guck mal. Bei mir ist nichts, das schwöre ich dir. Da ist doch was, das sehe ich doch von hier. Ich muss mich einmal um die Zombies hier kümmern. Ja. Warte, hier konnte ich gerade irgendwas machen. Ach geil. Okay. Und jetzt? Lol. Beeil dich mal. Du musst was machen, ich kann dir nichts machen. Ah doch, hier hat einer einen Schlüssel verloren. Ich hab hier, kommen lauter Zombies und jetzt hat gerade einer einen Schlüssel verloren. Aber jetzt auch erst. Ja, dann geh mal zurück, lass die Zombies da rein, ich kurbel, dann sterben die. Los. Moment, ich muss da drunter, wie ging das? Die alte Kurbel. Ja, siehst du, und die musst du da drüben reinstecken. Und jetzt bewegt deinen Arsch.
Ja, Junge, ich muss die doch immer killen, die musst du doch immer droppen. Ja, schon dabei. Warte, hier ist gerade ein Zombie. So. Nachladen und hau rein. Jawohl. LOL! Wie es aussieht, kommen wir endlich hier raus. Los, gehen wir weiter. Mal geil. Oh, ich würde sagen, ich glaube, dass der Part doch schon wieder vorbei, oder? Keine Ahnung, ich habe keinen Timer gesetzt. Hast du einen gesetzt? Ja, das ist immer so vom Checkpoint so abhängig, so 15 Minuten. Ich glaube, jetzt kommt noch mal hier so eine Szene. Die Cutscene können wir noch kurz. Kommt nichts, oder? Doch. Willkommen im Mittelpunkt der Erde. So. Ja. Jetzt können wir. Okay. Okay, das war's dann. Leute, haut rein. Ciao. Jo, ciao. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 6 Core. Oh, warte, die ficken mir noch gerade weg. Oh. Alter. Kleine Ankündigung noch zum Schluss. Meinst du, ich kann? Ja, eigentlich schon. Ja, kannst du noch. Kleine Ankündigung noch zum Schluss. Es wird bald eine Minecraft, also wir alle drei werden richtig Survival spielen. Also ganz normal Minecraft, wie man es halt kennt, direkt auf dem Server. Wie wir das denn nennen werden, wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall wird das halt noch kommen. Und dann würde ich sagen, ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut.